Ja, heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder rund. Und zwar werden wir jetzt noch passend zu Weihnachten in den nächsten 3 Wochen so kleine Last-Minute Deko-Ideen machen. Und ich habe einen Auftrag bekommen. Ich soll ca. 50 von diesen kleinen Weihnachtsbäumchen hier drechseln. Ich glaube 9 Stück oder so, das habe ich schon angefangen. Heute machen wir im Video auch nochmal einen Großteil davon. Und wir dachten einfach, das könnte euch vielleicht ein bisschen interessieren. Gerade so als letzte Weihnachtsdeko jetzt noch zu Weihnachten dekorieren, wäre das ja vielleicht was. Die sehen ganz witzig aus. Mit den Farben hat es auch ein bisschen was auf sich. Das zeigen oder erklären wir euch auch während dem Video. Und ich habe hier schon mal Rohlinge vorgedrechselt, der ganze Eimer hier voll. Und zwar ist das ja einfach Kiefernholz. Hier nämlich so ein Stück, die habe ich einfach abgesägt in der richtigen Länge. Einmal kurz rundgedrechselt, mit dem Vierzack mitnehmen und ein Rezess, dass ich es jetzt nur noch am Backenfutter einspannen muss. Und wir drechseln jetzt heute einfach so ein paar kleine Weihnachtsbäume und erklären euch nebenher ein bisschen, was auf wir geachtet haben, welche Holzauswahl und so weiter. Und ich würde sagen, jetzt legen wir gleich los. Ja, nochmal kurz die Erklärung für euch, wieso haben wir jetzt genau Kiefer genommen. Das hat einfach den Grund, wir müssen ziemlich viele und günstige machen. Das heißt natürlich nicht, dass wir vom Drechseln, Schleifen oder sowas einfach Qualität nachlassen, sondern einfach jetzt sich das teuerste Holz nehmen. Aber hier, das lässt sich auch super bearbeiten, das ist auch ein Grund, weshalb wir es genommen haben. Um mal kurz solche Weihnachtsbäumchen zum Drechseln, da das Holz einfach schön weich ist. Bei Buche wäre das Ganze ein bisschen anders. Da müssten wir deutlich mehr zum einen schleifen, deutlich schärfere Eisen haben und deutlich länger dran drechseln. Deswegen einfach Kiefer. Und wir werden hier die Spitzen auch anmalen, wie ihr gerade schon gesehen habt, an den anderen Bäumchen. Und deswegen ist das Holz hier auch sehr gut, weil das ist einfach ein schönes weißes Holz und hat nicht so eine extreme Maserung und deswegen eignet sich es auch klasse zum Anmalen. Das ist jetzt nicht wirklich schön. Stopp mal kurz. Da drauf gekotzt oder was? Ja. Ich hab Husten. So. Farbe. Weg, Scheißrand. Ja gut, dann machen wir gleich einen, der bis zur Mitte angemalt ist.
Ja, wir sind jetzt fertig mit unseren Weihnachtsbäumen, beziehungsweise wir sind noch nicht fertig. Aber ich denke mal, so fürs Video reicht es euch, wenn wir jetzt 6 Weihnachtsbäume insgesamt gedrechselt haben. So sehen sie jetzt fertig aus. Silberne Spitzen, wie hier zum Beispiel, die müssen jetzt noch trocken. Wir sind gerade erst fertig mit den silbernen. Oder eben hier so weiße. Wie gesagt, wir drechseln ca. 50 Stück, 52 Stück. Wir haben noch einige vor uns. Und ich denke mal, die können euch auch ganz gut gefallen. Und ich denke mal, so als letzte Weihnachtsdeko, zum mal auf die Fensterbank oder so zu stellen, sieht es eigentlich echt gut aus. Oder was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, als kleine Weihnachtsbäume. Und die dann mit einer Schleife, um Geschenk zu binden. Das sieht sicherlich auch sehr gut aus. Hier unten vom Abstechen gerade noch diesen kleinen Pin. Den schleifen wir dann hier nachher noch am Tellerschleifer ab. Den heben wir einfach kurz hin, dann ist der weg. Also das ist sonst keine große Sache mehr. Wie gesagt, ein weißes Projekt, so ein Bäumchen kann man in 2-3 Minuten drechseln. Macht super viel Spaß. Und ja, hier zu der Schale, da verlinken wir euch das Video mal hier oben im Eck bei dem i. Da könnt ihr mal vorbeischauen, die haben wir auch selber gedrechselt. Und ja, wir drechseln jetzt noch ein paar Bäumchen, räumen hier dann auf. Und dann war's das für heute. Euch einen schönen Sonntag, schaut in die Videobeschreibung noch rein. Falls ihr irgendwas wissen wollt über unsere Sponsoren, Amazon-Wunschliste und so weiter, über einen Daumen hoch würden wir uns freuen, wenn euch das Weihnachtsprojekt gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag, 18 Uhr. Tschüss.